Also Pflege hat nicht nur was mit Pflege des Fells zu tun, sondern Pflege ist auch ganz, ganz wichtig für die Ohren, Augen, Pfoten, der Intimbereich. Und was man alles genau machen sollte zu Hause bei seinem Hund und wie man das genau macht, das zeigen wir euch jetzt. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Massi Samin. Hier habe ich meinen liebsten Gast Franzi Knabenreich dabei. Und das ist der hübsche Charlie mit unglaublich viel Fell. Fast so viel wie ich. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich taste jedes Mal nach einem langen Spaziergang meine Hunde ab. Nach Zecken vor allen Dingen. Ist das denn auch schon Pflege? Ich würde sagen, Note 1, sehr gut. Weil da fängt Pflege nämlich an. Es gibt so sehr sensible Stellen wie in der Leiste, unter den Vorderbeinen, im Gesicht, unter den Ohren, zwischen den Pfoten, weil Grannen, Zecken sich auch in die Pfoten reinsetzen können. Ja. Das stärkt auch die Bindung zu eurem Hund, weil er empfindet das auch als was Schönes. Ne? Ja, wenn man es vorsichtig macht, genau, vor allen Dingen. Ne? Genau, richtig. Also ganz, ganz wichtig, das solltet ihr alle nach jedem Gassigang machen. Einmal mit den Händen überall gucken, ob irgendwelches Ungeziefer oder irgendwelche Grannen im Fell eures Hundes sind. So, jetzt haben wir den Hund abgetastet. Ja. Dann ist was angesagt? Ich würde mit den Ohren anfangen. Es gibt mehrere Produkte, die man verwenden kann. Es gibt flüssige Ohrenreiniger, die man mit einem Wattepad aufträgt. Es gibt Ohrentücher. Man kann aber auch einen Waschlappen nehmen mit warmem Wasser und die Ohren sauber machen. Nur kein Wattestäbchen und da irgendwie? Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Keine Wattestäbchen verwenden. Weil der Gehörgang des Hundes sehr, sehr empfindlich ist. Und wenn man da zu tief rumbohrt, das tut auch weh. Und dann drückt man auch quasi den Dreck auch tiefer rein. Genau, richtig. Ich würde sowieso nach jedem Gassigang immer in die Ohren gucken. Okay. Es kann nämlich sein, dass ich zum Beispiel eine Granne ins Ohr verirrt habe vom Getreide, diese kleinen fiesen Dingerchen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn die Ohren nicht sauber sind, also die Haut nicht sauber ist und das irgendwie dunkel verfärbt oder rot ist, dann kann das ein Anzeichen für eine Allergie zum Beispiel sein oder für eine Ohrenentzündung. Dann ist es wichtig, geht auf jeden Fall zum Tierarzt, lasst das mal checken. Und so normaler Dreck, Alltagsdreck, wenn der Hund irgendwie buddelt oder so, das könnt ihr einfach mit einem Ohrenreiniger oder einem Waschlappen dann sauber machen. Vor allen Dingen bei den Klappohren, ne, da kommt ja keine Luft dran. Genau, das ist also richtig. Ich nehme jetzt hier einen Flüssigohrenreiniger. Ich habe ein bisschen größeres Wattepad, man kann aber auch kleine Wattepads nehmen. Was ganz, ganz wichtig ist, egal womit ihr an euren Hund geht, lasst ihn erstmal Zeit zu schnuppern und sich das anzugucken, was ihr da in der Hand habt. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Super. Klappt man sich das Ohr hier so hoch, dann geht man. Ganz vorsichtig. Ja, super musst du das. Und ganz wichtig, immer loben euren Hund. Super, jetzt sieht hörst super du wieder aus. Richtig. Soll ich dir auch noch gerade die Ohren sauber machen? Ein wenig, ja. Ganz wichtig ist, Hunde haben Tränenflüssigkeit und das muss auch regelmäßig entfernt werden, gesäubert werden. Ich habe leider Gottes einige Hundebesitzer, die das nicht regelmäßig machen und dann gibt es Verkrustungen. Und das gehört zur Fellpflege dazu, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und für die Kommunikation ist das wichtig. Genau, richtig. Auch hier wieder, wenn ihr mit der Schere an euren Hund geht, mit Ruhe erstmal trainieren, üben, zeigt ihm das Gerät, klappert. Ein ganz, ganz toller Trick ist, wenn man sich zum Beispiel einen Bleistift nimmt und den immer hier an das Auge von dem Hund erstmal dranlegt, damit er gewohnt ist, dass da was passiert am Auge, ne? Dass man da rangehen kann mit einem Gerät. Der Charlie hat ganz, ganz tolle Wimpern. Und die schneide ich ihm nicht ab, weil ich die so süß finde. Müssen wir die ein bisschen weghalten hier. Super! Yes! Und guck mal, der kann was sehen. Was sagst du, Charlie? Ich sehe was, sagt er. Ja. Ganz, ganz wichtig. Bei manchen Rassen heißt es, nein, man soll die Augen nicht freischneiden. Aber ich persönlich finde, der Hund hat das Recht, was zu sehen, was in der Welt passiert. No? So schaut's aus. Gut gemacht, Charlie. Klasse! Das nächste im Gesicht sind die Zähne. Genau. Das sollte natürlich auch bei der Welpeneingewöhnung Standard sein. Ne? Der Blick in den Mund, in die Zähne. Das kann man ganz schön. Der Charlie hat tolle Zähne. Guck mal. Ist das so? Ja. Sag mal her. Also ein bisschen Zahnstein drin. Guck mal, du. Und auch da gibt es verschiedene Tools. Ihr müsst ausprobieren, was für euren Hund das Richtige ist und womit ihr euch vor allen Dingen wohlfühlt. Auch hier wieder, fangt an, es langsam zu üben. Ne? Nicht direkt Mund auf und Zahnbürste rein, sondern zeigt es eurem Hund Schritt für Schritt. Und wie gesagt, einmal im Jahr der Gang zum Zahnarzt. Man kann so etwas auch natürlich spielerisch dem Hund beibringen. Ja, dass er das gerne macht, dass er sich wohlfühlt. Beispielsweise in einer Situation, wo er sowieso entspannt ist, auf Seite liegt. Grundvoraussetzung für etwas, was sowieso schon vielleicht
unangenehm sein könnte oder zumindest jetzt nicht der größte Spaßfaktor ist, ist natürlich, dass der Hund vorher ein bisschen müde ist, dass er gerne liegt, entspannt ist, relaxed ist und dann so eine Situation ausnutzen, um dem Hund so etwas näher zu bringen. Genau, richtig. Und das ist ja auch bei kleinen Kindern so, die mögen Zähneputzen am Anfang auch nicht. Das nächste sind die Pfoten, denn der Hund läuft den ganzen Tag auf den Pfoten rum. Also vorhin hatte ich schon erwähnt, dass die Hunde ganz, ganz oft ganz viele Haare in den Ballen haben, ne? Und wenn die zu lang wachsen, dann wachsen die quasi über die Ballen drüber und dann können die anfangen zu rutschen, ne? Auf Parkett oder Fliesen. Deswegen ist es wichtig, dass man die Haare hier kürzt. Ich empfehle das auf keinen Fall mit einer Nagelschere zu machen, weil die Gefahr, dass man diese kleinen Häutchen verletzt, einfach zu groß ist. Und es gibt ganz verschiedene kleine Schermaschinen, wo die Gefahr sehr gering ist, dass man den Hund dort verletzen kann und wo man die Haare schön kürzen kann, ne? Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Ein kleiner Tipp von mir auch, wenn ihr mit einer Schermaschine die Pfoten macht, geht auch mal ran an den Körper, so, damit er merkt, okay, da ist was, was vibriert. Ne? Viele Hunde sind kitzlig an den Pfoten. Kann also sein, dass sie die Pfote auch zurückziehen möchten. Ne? Das ist alles eine Übungssache auch. Ich halte die erstmal nur hier dran, damit er sich dran gewöhnt. Sehr gut. Prima. Ich habe hier die wichtigste Aufgabe natürlich, das Kraulen und Streicheln. So. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht zu tief reingeht, denn ein bisschen Fell brauchen die ganz unten noch an den feinen Häutchen. Sondern, dass man nur so viel kürzt, dass das nicht über den Ballen schaut, ne? So. Prima. So, und wenn ihr euch das selber zu Hause nicht traut, geht einfach zum Hundefriseur. Genau, richtig. Dafür sind wir ja da, ne? So, Tali, jetzt hast du schöne Pfoten unten und jetzt kommt eigentlich das Allerwichtigste. Die Krallen. Das größte Problem bei den Krallen ist, dass viele Besitzer gar nicht wissen, wann sind denn die Krallen eigentlich zu lang. Weißt du es? Genau, wenn sie auf dem Boden ankommen. Sehr gut. Und das sieht so an, als ob der Hund mit hohen Schuhen rumlaufen würde. Plack, genau. Plack, plack. Also die richtige Länge bei einem Hund von den Krallen ist, wenn noch ein Fingernagel oder zwei, drei Blatt Papier zwischen Kralle und Boden kommen. Wenn die Kralle auf dem Boden drauf sitzt oder drauf liegt, wenn der Hund steht, dann sind sie definitiv zu lang. Ganz wichtig ist aber auch, dass man die Krallen nicht zu kurz schneidet, denn der Hund braucht die Krallen, um sich auszubalancieren. Und wenn die Krallen zu kurz sind, dann kann er Haltungsschäden zum Beispiel auch bekommen, orthopädische Schäden. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr euch selber das nicht traut, geht zum Hundefriseur oder zum Tierarzt. Vor allen Dingen, wenn die Krallen dunkel sind. Ja, so wie hier beim Schaden, ne? Genau, dann sieht man die Nerven nicht. Ja, und wenn man da einmal reingeschnitten hat, es tut höllisch weh. Das ist wie wenn wir uns zu tief den Nagel reinschneiden. Und dann ist es vorbei mit dem Vertrauen und dann wird der Hund tatsächlich ein Problem entwickeln. Was kann man da machen? Entweder man kann gucken, dass der Hund vielleicht einen hellen Nagel hat, damit man ungefähr so einen Maßstab hat. Falls nicht, ich hab rein zufällig. Ja. Hier ist eine Taschenlampe. Haltet einfach die Taschenlampe unter die Kralle und dann werdet ihr die Nervenstränge genau sehen. Und falls der Nervenstrang zu weit ist, ja, genau. So zu lang ist, dann schneidet man quasi nur so einen Millimeter ab oder noch weniger und dann bildet sich das halt zurück. Und dann kann man immer nach und nach quasi kürzen. Wollen wir das mal bei dem ausprobieren? Genau, ich hole das mal aus. Komm, Jelly. So, und da sieht man tatsächlich, dass man da gut einen Millimeter abschneiden kann. Deswegen würde ich mich hier auch für einen Krallenschleifer entscheiden. Das ist ein bisschen sicherer und man schneidet da nicht zu tief. Genau, und dann kann man sich Stück für Stück vorarbeiten und auch ganz wichtig hier wieder schön dem Hund erstmal zeigen, womit ihr rangeht. Und dann kann man das hier reinhalten. Jetzt muss man dazu sagen, der Charlie kennt das mit dem Krallenschleifer noch nicht, aber der macht das ganz toll, hast du super gemacht. Ein kleines Indiz, woran ihr merkt, ob ihr an das Leben rankommt, ist, wenn sich an dem Durchmesser der Kralle ein kleiner schwarzer Punkt beim Schleifen bildet, dann seid ihr ganz dicht dran und dann solltet ihr auch aufhören mit dem Schleifen. Und bei kleinen Hunden, die sehr wenig Gewicht haben, also zum Beispiel Malteser oder Yorkshire Terrier, nutzt das nicht ab. Genau, richtig. Die verlieren durch ihr weniges Gewicht, können die sich das nicht richtig abschleifen. Und das sind Hunderassen, die in der Regel öfter die Krallen geschnitten bekommen müssen. Und dann haben wir ja noch ein Thema, Wolfskralle und Daumenkralle. Richtig. Die Daumenkralle ist quasi wie bei uns Menschen der Daumen an der Seite. Und die biegt sich sehr, sehr gerne mal wie so eine Schnecke rum. Und ja, weil die komplett nicht berührt wird, ne? Genau. Da müsst ihr auch regelmäßig gucken. Und auch hier gilt wieder, wenn ihr euch das selber nicht traut, geht zum Tierarzt oder zum Hundefriseur. Super. Super. Super, Baby. Du bist toll. Ganz klasse. Hast du gut gemacht. Prima. Jetzt haben wir Krallen, Pfoten, Ohren, Augen, Zähne. Was brauchen wir noch? Intimbereich. Genau, richtig. Kleiner Mann, wir müssen da leider dran, es tut mir leid.
Ich im Hundesalon mache den Intimbereich hier unten bei den Rüden am Pullermann, rasiere ich mit einer Schermaschine ein bisschen frei. Es gibt aber auch Rüden, die da sehr empfindlich drauf reagieren. Wenn man das kurz rasiert, fangen die an, sich zu lecken. Das muss man ausprobieren. Das müsst ihr zu Hause natürlich nicht selber machen. Aber ganz, ganz wichtig, jeden Tag schön mit einem Waschlappen oder mit einem feuchten Tuch hier unten den Intimbereich schön sauber machen. Auch hier wieder immer zeigen. Das ist wirklich das A und O. Vorbereiten. Ja, super. Will ja wissen, was mit ihm passiert. Genau. Und dann ist es so ein bisschen wie Babypflege, ne? Genau. Und nein. Und das Gleiche könnt ihr natürlich auch hinten am Popo machen, ne? Weil nicht jeder Hund sauber sein Geschäft macht. Aber das sind auch ganz, ganz, ganz wichtige Punkte beim Hund, die ihr jeden Tag pflegen müsst. Der hat's fantastisch gemacht, oder? Super gemacht. Klasse, Charlie. Super. Ihr habt gesehen, und Franzi hat es uns deutlich gezeigt, dass Pflege nicht nur mit Bürsten zu tun hat, sondern dass es weitaus mehr ist. Genau, Ohrenpflege, Augenpflege, Krallenpflege, Fußpflege oder genau. Ballenpflege. Das ist ganz, ganz wichtig. Solltet ihr jeden Tag wirklich kontrollieren. Und wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn euch irgendwas komisch an eurem Hund vorkommt, genau, dann geht lieber zum Tierarzt. Und ganz ehrlich, traut euch, denn Pflege tut nicht weh. Und der Hund, der kann sich nicht in dieser Form äußern, wenn irgendetwas nicht mit ihm stimmt. Dementsprechend müsst ihr sehr aufmerksam sein und dann halt einfach vorbeugen, dass irgendetwas mal nicht so ist, wie es sein sollte. Genau, und wenn ihr noch Fragen zum Thema Pflege habt, dann könnt ihr hier unten einfach in die Kommentare eure Frage reinschreiben. Super, liebe Franzi, es war wieder schön mit dir. Ja, mit dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Und Charlie, du hast es ganz toll gemacht. Hat er wirklich toll gemacht. Ja, ja, also macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.